Die Bank gewinnt immer. Damit das so bleibt, will sie sich nicht in die Suppe spucken lassen. Schon gar nicht von EU-Politikern. Etwa 600 Lobbyisten sind für die Interessen der Finanzkonzerne in Brüssel im Dauereinsatz. Wer genau wie für wen arbeitet, ist nicht immer klar. Zwar gibt es ein Lobbyregister, aber der Eintrag ist freiwillig. Die Deutsche Bank zum Beispiel ist bis heute darin nicht zu finden. Am liebsten bequatscht die Finanzindustrie die EU-Kommission. Denn dort entstehen die Gesetze. Mit zunehmender Macht des Europaparlaments macht man sich auch dessen Mitglieder gerne zu Freunden. Die interessantesten sitzen im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, wie Sven Giegold von den Grünen. Finanzlobbyisten wollen ihn sprechen, treffen und beraten und schicken Positionspapiere. Das sind die gesammelten Einladungen der Finanzindustrie der letzten 2-3 Jahre. Und natürlich ist das zum einen amüsant, was da so drin ist. Von Konzerten, Abendessen bis hin zu sachlichen Informationen. Wo ich finde, dass es Grenzbereiche gibt, ist, wenn man zum Beispiel zu luxuriösen Veranstaltungen eingeladen wird, zu luxuriösen Essen. Geschätzte 300 Millionen Euro werden pro Jahr in den Brüsseler Finanzlobbyismus gesteckt. Auf einen Abgeordneten im Ausschuss kommen etwa 10 Lobbyisten, die mitunter sehr erfolgreich die Gesetzgebungsprozesse beeinflussen. Wie bei der Hedgefondsregulierung vor 2 Jahren. Hier war der Teufel los. Es gab unglaublich viel Lobbying. Und wir hatten noch nie bei einem Gesetz so viele Änderungsanträge wie damals. Die gleichen Texte wurden zum Teil in verschiedenen Sprachen von verschiedenen Abgeordneten identisch direkt von der Lobby eingebracht. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, so und halt mal, es gibt überhaupt keinen Gemeinwohlakteur. Eine Gefahr für die Demokratie. Fraktionsübergreifend riefen einige EU-Parlamentarier dazu auf, eine unabhängige Gegenlobby zur übermächtigen Bankenlobby zu gründen. Mit Finanzexperten, die für das Gemeinwohl sprechen. Die Geburtsstunde des gemeinnützigen, nicht gewinnorientierten Vereins Finance Watch. Der Großteil unserer Arbeit bei Finance Watch besteht darin, mitzubestimmen, was auf die Agenda kommt und welche Rolle die Finanzdienste in der Gesellschaft haben sollten. Wir wollen mitbestimmen, welche Gesetze in Europa gebraucht werden, damit wir dieselben Probleme nicht nochmal bekommen. Finance Watch will eine Finanzindustrie, die der Gesellschaft dient. 10 Mitarbeiter, meist aus der Finanzindustrie stammend, arbeiten seit einem Jahr an Expertisen und Kampagnen und betreiben kräftig Lobbyarbeit. Finance Watch finanziert sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Einige EU-Gesetzestexte konnten schon verändert werden. Wofür es aber bis jetzt noch keine Lösung gibt, ist die Tatsache, dass Staaten derzeit Banken retten müssen. Wenn wir diese Verbindung zwischen Banken und Staaten nicht auflösen, müssen wir weiterhin Rettungsschirme für Banken und Staaten spannen. In einer gesunden Wirtschaft sollte es aber möglich sein, dass Banken pleite gehen, ohne dadurch Staaten mit in den Abgrund zu reißen. Mit den Mitteln der Finanzindustrie kann Finance Watch nicht mithalten. Aber die Zeit der einseitigen Einflussnahme ist vorbei. Jetzt sind die Brüsseler Entscheidungsträger stärker gezwungen, zwischen Gemein- und Bankenwohl abzuwägen.